Schönen guten Tag zum heutigen Webinar. Heute das erste Mal unter dem Namen Auxalia On Air und mit dem Thema VR in der Architektur mit Enscape. Wir hatten letzte oder vor 2 Wochen die Keynotes. Das heißt, da habe ich schon mal so ein bisschen was zu VR in der Architektur erzählt. Und jetzt gucken wir uns mal das genauer mal an, was Enscape da in dem Fall kann und wie einfach das Ganze ist und wie komplex natürlich das Thema VR ist und was ich alles machen kann, sehen Sie auch auf unserer Homepage unter Webinaren, beziehungsweise auf unserem YouTube-Channel ist da die Aufnahme. Das heißt, da bekommen Sie noch ein bisschen mehr Info, was alles so geht und was nochmal so in die Tiefe noch genauer geht, besser geht oder wie auch immer. Aber heute gucken wir uns einmal das Enscape an. Ja, zu mir selbst. Mein Name ist Arthur Schimanski und ja, ich begrüße Sie aus dem leicht regnerischen Hamburg heute. Seit knapp einem Monat sind wir Premium-Partner von Enscape und haben uns dazu entschieden, ja, da Rapid Life aus der AEC Collection genommen wurde und wir selbst seit längerer Zeit mit Enscape arbeiten und auch sehr viele Kunden von uns mitarbeiten, wir es auch unseren Kunden empfehlen, da das Tool, wie wir oder wie ich Ihnen versuchen werde, in der halben Stunde zu zeigen, ja, sehr einfach geht und wir nur positive Feedbacks bekommen. Das heißt, ich selbst kann auch nur von sagen, dass ich da auch sehr, ja, glücklich bin, dass es das Tool so gibt, da es eben sehr einfach auf mehr oder weniger auf den Knopfdruck das Ganze funktioniert. Genau. Das heißt, wir gucken uns gleich mal das Revit-Modell einmal an und was Enscape kann. Das heißt, in dem Fall ist es so, dass wir in Echtzeit rendern können, Panoramabilder erstellen können, Videos, Standalone-Dateien, webbasieren oder ja, Standalone im Fall, dass ich ohne Revit oder Enscape das Ganze auch starten kann oder weitergeben kann. Sollten Sie Fragen haben, gerne diese dann in diesem Webinar unter dem Chat einmal mal reintippen. Ich werde mir dann zum Schluss das Ganze anschauen und versuchen, alle Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Und vorab schicke ich Ihnen einmal einen Link hier über die Chatfunktion rein, wo Sie ein paar Videos, die ich jetzt die Tage erstellt habe, sich angucken können, wo der Ton mitläuft, wo ich mich hier in Enscape bewege, und auch diese Standalone-Dateien drin sind und auch so ein Weblink, wo man sich das auch online anschauen kann. Das heißt, das alles, was Enscape in dem Fall uns zur Verfügung stellt. Und ja, dann starte ich einmal in Revit. Sie sehen schon mein Bild, wo ich mich hier im Modell bewegen kann. Das heißt, hier werde ich mich auch versuchen, also ich habe das schon mal getestet mit einem Kollegen, ist leider die Übertragung jetzt nicht so schnell. Das heißt, wenn ich mich hier zu schnell bewege, funktioniert es bei mir sehr gut, aber bei Ihnen kommt das nicht so sauber an. Das heißt, ich werde mich versuchen, hier mich sehr langsam zu bewegen, dass es dann auch von der Übertragung her angenehm zu schauen ist. Das heißt, das ist das, was wir uns gleich anschauen. Aber ich gehe erstmal mal in Revit rüber. Das heißt, so wie es hier aufgebaut ist, ist mein Revit gestartet. Das heißt, hier sehe ich es. Beide Fenster öffnen sich, indem ich hier, wenn ich Revit gestartet habe und auf den Reiter Enscape drücke, gibt es hier den Knopf zum Starten. Das heißt, mein Modell habe ich fertig. Das heißt, ich zeige Ihnen einmal mal das Modell, wie das hier aussieht. Das heißt, hier sieht es so aus, ich kann mich hier drehen, mir das Ganze angucken, das, was Sie natürlich kennen, und kann eben auf den Knopf drücken. Das heißt, ich habe noch ein zweites Revit mal separat gestartet, um Ihnen zu sagen, das heißt, so sieht Enscape in dem Fall aus. Wenn ich keine Datei gestartet habe, kann ich natürlich auch nichts starten. Einstellungen kann ich aber vornehmen. Mein Upload Manager kann ich mir angucken. Das heißt, habe ich schon mal Panoramabilder oder solche Web-Standalones hochgeladen. In dem Fall habe ich schon auch eine vorbereitet. Und ich würde dann eben auf Start klicken und entscheide mich dann eben, für welche Ansicht ich dann starten will. Sprich, sehr einfach, auf den Knopfdruck starte ich drauf und bekomme sozusagen dieses Bild hier vorne, wo ich eben mir das anschauen kann. Ich habe hier mal das Ganze ausgeblendet. In dem Fall gibt es hier so eine hilfreiche, so ein Bedienungspanel, wo ich schauen kann, okay, bin ich im Fly-Mode oder eben in Work-Mode. Das heißt, wenn ich da laufen will, in dem Fall, ja, geht er einmal nach unten auf den Boden und ich bewege mich wie im Spiel mit W nach vorne, mit S nach hinten, D nach rechts und A nach links. Das heißt, so bewege ich mich, kann die Leertaste einmal drücken, sind mal auch hier Space, dann kann ich hier einmal durchfliegen und halte vielleicht die, um schneller zu gehen oder noch schneller, die Steuerungstaste ist, um ganz schnell mich fortzubewegen und die Umschalttaste, um etwas schneller. Das heißt, ich gehe nach vorne, drücke die Umschalttaste, kann mich ein bisschen schneller nach vorne bewegen, halte ich die Steuerungstaste gedrückt, ist natürlich nochmal deutlich schneller. Das heißt, so funktioniert's.
Das heißt, so kann ich mich drin umbewegen in dem Modell und zurück die Leertaste bin ich auf dem Boden. Das stelle ich gleich nochmal ein in die Höhe. Das heißt, ob ich jetzt 1,50 Meter groß bin oder 2 Meter, um das Ganze etwas realistischer gestalten zu können. Und gehe ich runter, dann rutscht dann natürlich die Treppen runter und so weiter. Das heißt, bin auch manchmal hüpfter, weshalb auch immer, normalerweise nicht. Aber gehe ich mal nach rechts und gehe mal hier auf den Boden. Das heißt, so ist die Bewegung natürlich sehr einfach. Ich kann mir die über M die Map anzeigen lassen, die ich vergrößern kann. Das heißt, ich würde dann von oben Grundrissdarstellung oder Lageplan sehen, wo ich mich bewege, wo meine Blickrichtung ist. Das heißt, so kann ich mich einmal dann bewegen. Genauso, wenn ich einmal hier ins Gebäude einmal reingehe, gehe ich einmal rein, sehe ich, wie das Ganze hier aussieht. Im Grundriss oben auch sehr angenehm. Ja, ich gehe nochmal raus am besten. Die Bewegung von, was haben wir hier noch? K wäre, um meinen Video-Editor zu starten. Das heißt, das gucken wir uns an, dass ich solche Verläufe hier machen kann. Ich gehe mal einmal zurück, dass wir das mal sehen. Das heißt, hier bin ich gestartet von hier hinten, habe meine Kameraführung hier einmal abgesetzt. Das sehen wir dann und kann eben hier einmal durchs Gebäude durchfliegen und am Ende aus dem Gebäude raus und kann eben Keyframes dazu addieren oder oder alle entfernen. Kann das Ganze starten. Kann sagen, wie lange das Video insgesamt wird und so weiter. Das heißt, das gucken wir uns einmal an. Ich gehe einmal daraus kurz und sage Leave. H, wie gesagt, um das zu verstecken, wenn ich das nicht sehe und mich da schon ein bisschen länger mit arbeite und weiß, was ich zu drücken habe. Und ansonsten linke Taste nach links, rechts, habe ich ja schon erklärt. Map schalten wir mal kurz mal aus. Interessant hier vielleicht noch, um den Orbit zu bewegen, bewege ich die Maus nach links, rechts, halte die rechte Maustaste gedrückt und die Shift-Taste. Das heißt, Shift-Taste, also hier einmal und könnte hier sagen, unten rechts sehen Sie die Zeit, die hier verläuft. Das heißt, einmal nach links zurück und einmal nach rechts sehe ich, wie die Sonneneinstrahlung hier vorne kommt und kann einmal das Ganze, wenn ich weiter nach rechts gehe, sehe ich, dass hier auch natürlich die Sonne untergeht irgendwann, je nachdem, was für eine Tageszeit ich eingestellt habe und meine Belichtung aktiviert wird. So müsste ich gucken, irgendwo ist der Mond dahin. Das heißt, der verläuft natürlich auch hier vorne und kann natürlich auch hier im Dunkeln mich fortbewegen. Das heißt, hier sehe ich, wie das Ganze eben aussieht, wenn ich die Beleuchtung hier eingeschaltet habe. Das heißt, sehr einfach. Ich schalte es wieder auf hell zurück. Und wir gucken uns mal, wie wir das eben hier oder was für Einstellungen wir in Revit hier noch vornehmen können und was wir alles da hier noch einstellen können. Das heißt, ich mache das mal so und halbiere mal die Fenster hier mal und docke das mal hier mal an, sage dieses und dieses. Das heißt, das ist mein Revit-Modell. Oder ich mache das erstmal nochmal ein bisschen größer, dass wir das ein bisschen besser sehen können, was ich erstmal brauche. Das heißt, wir haben hier den Start. Wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir eine VR-Brille angeschaltet haben, kann ich direkt hier auf VR Enable drücken und könnte dann direkt mit meiner VR-Brille starten. Das heißt, hier werde ich gleich einmal in meinem Modell die Meldung sehen, dass er nach einem VR-Headset sucht. Das heißt, wenn er eins gefunden hat, würde er mir das Ganze einmal in VR starten und ich könnte jetzt mit meiner Brille eben hier mich fortbewegen, wirkt natürlich nochmal interessanter und realistischer. Das heißt, das kann ich machen. In dem Fall schalte ich es aber aus. Alle Befehle sind hier in Englisch, sind aber mehr oder weniger selbsterklärend. Das heißt, wir sehen mit Bildern schon sehr gut, was damit gemeint ist und die Begrifflichkeiten werden auch wie in Revit selbst auch erklärt. Mit F1 kann ich mir da nochmal die Suche zu anzeigen lassen, die Info und ja. Braucht man nicht wirklich die Englischkenntnisse groß zu, um das zu verstehen. Hier habe ich die Möglichkeit, in Ansichten zu wechseln oder Ansichten hier unten bestimmte zu favorisieren. Das heißt, ich kann hier einmal auf den Stern klicken und kann sagen, okay, das ist meine Favoriten, Seite oder Ansicht, könnte die Uhrzeit, die in der Ansicht eingestellt ist, überspielen und auch in die Kameraposition einmal wechseln. Das heißt, das machen wir einmal. Sprich, ich gehe mal hier mal zur Seite. Mach das mal hier mal ein bisschen kleiner und würde sagen, okay, spring mir jetzt mal bitte in eine Ansicht, die ich hier favorisiert habe, Treppe, hier vorne im EG 3D. Das heißt, so würde das hier einmal aussehen. Genauso könnte ich das aber natürlich hier machen. Das heißt, hier sehe ich in Enscape selbst meine Favoriten sozusagen und könnte jetzt in eine davon einmal gehen. Zum Beispiel jetzt wieder von außen, da wo ich gestartet habe. Das heißt, so würde das einmal funktionieren.
Ja, sehr gut. Dazu kann ich mal natürlich auch noch Ansichten erstellen. Das heißt, ich könnte natürlich sagen, wenn ich in Enscape bin, sage ich, okay, Create View und könnte sagen, okay, ich mache das mal gerade mal. Das heißt, ich fliege das hier mal schnell mal rein. Das heißt, ich sage mal, okay, davon will ich jetzt einmal eine Ansicht haben. Gehe mal vielleicht noch auf den Boden und könnte sagen, okay, sag mal bitte, oh, das machen wir mal größer. Ein bisschen schwierig, wenn man das alles nur auf dem einen Monitor macht. Mit zwei Monitoren empfiehlt sich da in dem Fall deutlich besser zu arbeiten. Das heißt, hier könnte ich sagen, Create View. Also ich habe schon welche erstellt. 1, 2, 3 sehen wir gleich hier vorne. Und er erstellt mir hier vorne Enscape View Nummer 3. Wenn ich da einmal reinwechsel, sehe ich natürlich das, was ich ja einmal gesehen habe. Das heißt, auch sehr angenehm, ja, wenn ich sage, okay, das ist eine perfekte Perspektive, muss ich keine Kamera in Revit setzen. Also sehr angenehm in dem Fall, dass er das mitmacht. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, hier Bilder zu rendern. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Ansicht bin und sage, okay, das ist die Ansicht, die ich hier rendern will, also okay, ich drehe mich vielleicht mal, dass es ein bisschen besser aussieht in dem Fall, sage ich, okay, die Ansicht will ich einmal rendern und könnte sagen, Render Image in dem Fall. Und er sagt mir, okay, wo will ich das Ganze mal abspeichern? Ich werde das mal einmal mal sagen, okay, auf dem Desktop speicherst du mir bitte einmal dieses Bild einmal ab. Und er rendert das Ganze hier vorne, das sehen wir hier im Hintergrund in Enscape. Das heißt, das Bild wird einmal angepasst. Das heißt, hier sehen wir gleich, dass das eben. Ich öffne das Bild gerade, wenn es fertig ist. So, jetzt ist es fertig. Und so würde das gerenderte Bild dann einmal aussehen. Das heißt, klar, noch nichts eingestellt, das heißt, da muss man noch ein bisschen was einstellen, aber natürlich auch deutlich schneller, wie jetzt in Revit man das macht. Und ja, sieht natürlich schon auch sehr gut aus. Das heißt, das kann ich machen. Ich kann Renderbilder direkt erstellen, wo ich in der 3D-Ansicht bin, kann aber sagen, render mir bitte das Bild einmal in die Datei rein. Das heißt, hier würde mir einmal das Bild in meine Ansicht hier reinrendern. Das heißt, hier unter Rendering hat er mir das Ganze, da ist es nicht. Das heißt, hier ist er noch dabei. Da habe ich auch schon mal einen Test gestartet. Und sehe hier vorne, okay, das ist jetzt die, die ich hier gerendert habe. Das heißt, ich könnte es auch direkt ins Revit rein rendern, was vielleicht auch der eine oder andere benötigt. Oder sagen, okay, render mir alle Bilder, die ich unter Favoriten drin habe. Das heißt, alle, die ich hier ausgewählt habe, würde auf einmal rendern. Ich kann ihn einmal rendern lassen. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Standalone-Dateien zu erstellen. Das heißt, hier so eine Exe zu erstellen, die ohne Revit und ohne Enscape funktioniert. Ja, sehr praktisch und so eine Web Standalone, das heißt, dass ich jemanden einen Link schicke, zeige ich Ihnen gleich die beiden Sachen, wie sie funktionieren. Oder wenn ich zum Schluss bin, gehen wir da darauf ein. Dann schließe ich meinen Rabbit hier vorne, beziehungsweise mal Enscape, dass die Performance so ein bisschen besser wird und es nicht so vielleicht ruckelt bei Ihnen. Genau. Es gibt die Möglichkeit, Bibliotheken zu ergänzen. Das heißt, ich mache das hier mal hinzu und zu und hier bin ich, das heißt, hier könnte ich sagen, okay, ich will mal in der Bibliothek hier nach bestimmten Elementen suchen und würde sagen, okay, wird mir einmal geladen. Ich habe jetzt einige Sachen offen, deswegen nicht wundern, dass es hier so einen Moment auch dauert, bis er hier startet. Sollte alles tick schneller geöffnet werden, wenn Sie jetzt nicht so viel offen haben und nicht irgendeine Übertragung starten. Das heißt, hier könnte ich sagen, okay, bestimmte Accessoires, die ich reinsetzen kann in mein Modell. Das heißt, das sind alles Platzhalter, die verwendet werden und eben dann in Enscape angezeigt werden. Gucken wir uns gleich auch an, wie es aussieht. Das heißt, Fahrzeuge gibt es hier, Menschen, die ich ja einige von verwendet habe, in sehr vielen Variationen, dass sie dann stehen, bewegen, auf dem Fahrrad sitzen und so weiter. Das heißt, man hat eine große Auswahl, aber auch ja Bäumchen etc. Das heißt, hier hat man eine Bibliothek, die nur funktioniert, wenn ich meine Internetverbindung habe und eben nur über Enscape. Das heißt, nur in Enscape, in Videos, in den Dateien, wenn Sie sehen, Sie können kein Rendering in Revit machen und würden die Person sehen. So, das heißt, das Ganze absetzen mache ich jetzt mal einmal, dass wir mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich gehe mal in eine Ansicht, am besten hier in dem Fall habe ich eine Ansicht vorbereitet. Jetzt mehr oder weniger der Lageplan, den ich mir hier einmal eingestellt habe, öffne einmal die Bibliothek. Und würde sagen, okay, platziere mir bitte, hätte ich vielleicht nicht schließen sollen. Das heißt, platziere mir einfach eine Person davon
oder ein Gegenstand. Das heißt, ich nehme jetzt mal diesen Ball, klicke einmal drauf, wechsle einmal in Revit. Und in dem Fall ist es so, dass ich das hier auf einer Fläche irgendwo platzieren kann. In dem Fall ist es bezogen auf meine Ebene. Das heißt, er platziert das bezogen auf meine Fertigfußbodenebene. Ich habe das eigentlich so gemacht, dass als ich die Bauteile platziert habe, die dann gewählt habe und sage Escape, Escape, dann öffne ich die Bibliothek wieder. Okay, ich will jetzt nichts weiter einladen. Ich sehe, dass er mir das Ganze auch direkt hier in Enscape reingeladen hat. Das heißt, das ist zum Beispiel so ein Befehl, den ich hier ausschalte, dass ich das Live-Update nicht permanent habe. Das heißt, wenn ich oft hier Sachen platziere, deaktiviere ich das Ganze, dass er eben hier unterbricht und ich sozusagen eine bessere Performance habe, weil ich viel schneller Sachen bewegen kann, setzen kann und mit in Revit arbeiten kann. Das heißt, das kann ich einmal pausieren und den Ball zum Beispiel, wenn man das jetzt zum Beispiel hier auf Flächen platzieren will, also gerade Menschen, sonstiges, ist der Vorgang eigentlich so, den ich hier mache. Dass ich die Familie kurz bearbeite und sage, okay, in dem Fall sage ich arbeitseben basierend, lade das rein, überschreibe mir das Bauteil einmal, will es nicht speichern und dann habe ich das Ganze hier auch ebenen basierend. In dem Fall nehme ich das in den Ball, sage, ich will das Ganze nochmal platzieren und kann sehr gut hier auf Fläche platzieren. Das heißt, sobald ich hier irgendwo Fläche habe, würde ich das Ganze hier positionieren können. In dem Moment habe ich die Topografie hier ausgeschaltet. Ich schalte sie einmal ein. Deswegen hatte sie jetzt nicht gefunden. Aber das ist so der Vorgang, dass man mit den Familien machen muss. Müsste ich mit Enscape sprechen, ob man das vielleicht auch ändern kann, dass man direkt die Bauteile auch auf Flächen platzieren kann. Wäre vielleicht hier als Tipp sehr hilfreich, weil ansonsten muss ich alle Familien überarbeiten oder es gibt vielleicht einen anderen Weg. Müsste ich mir einmal angucken. In dem Fall ist es so, wie ich es gemacht habe, wie ich es hinbekomme. Dann sage ich hier Enscape, okay. Schiebe mal den Ball hier mal von der Position, mache hier mal irgendwo auf den Flur und sage Enscape bitte mal aktivieren. Das heißt, da guckt er, ich habe es verschoben, deswegen verschiebt er mir das Ganze nochmal. Ich verschiebe es einmal zur Seite und in Enscape selbst, gehen wir zurück, ja, fliegt der Ball hier irgendwo, in dem Fall da. Gucken wir uns einmal an, wie wir Materialien hier einmal anpassen können und wie wir sehr schnell hier zu guten Ergebnissen kommen können in Enscape. Das heißt, ich lege das mal hier so daneben und würde sagen, ich gehe mal hier in die Ansicht, wo ich eben schon war, in der 3D-Ansicht, scrolle mal hier mal hin und würde sagen, okay, ich will jetzt hier vielleicht das Mauerwerk bearbeiten vom Material her. Sieht das nicht so aus, wie ich es haben will. Es ist so, dass ich natürlich hier die Wand nehmen könnte. Und könnte sagen, Typ bearbeiten. Könnte sagen, hier in der Konstruktion will ich jetzt in dem Fall das Mauerwerk hier ändern. In dem Fall werden wir sehen, dass wir mehr, also ich schon mehrere Materialien hier habe, verändert habe. Und hier ist es wichtig, dass wenn ich jetzt ein Material verändern will, dass ich als erstes das Ganze dupliziere. Also ich wechsle mal vielleicht mal hier auf die aufs Aussehen, weil hier ist ganz wichtig, diese Hand, die hier oben sehe. Ich sage einmal duplizieren. Das Material sehe ich, dieses Material wird jetzt von 1 und 3 verwendet. In dem Fall muss ich das einmal kopieren, dass das nicht hier auch verändere, das Material, weil das ist ein Fehler, den oft viele in Revit machen. Und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, okay, ich will jetzt das Material ersetzen. Und da haben wir in 2019, 2020 tut sich auch hier immer einiges in den Materialien. Da gehe ich immer in die Darstellungsbibliothek und sage, okay, will ich jetzt hier in dem Fall unter Mauerwerk, ja, was anderes einmal reinladen. Das heißt, ich wähle was aus. Das heißt, da haben wir Flüssigkeiten, sonst was, was wir alles brauchen und können sagen, okay, ich will, dass das Ganze eben so aussieht. Schließe das Ganze und würde das eben anwenden. Müssen wir mal gucken, ob, sagen wir, okay, das verdeckt mir das Ganze so ein bisschen jetzt. Aber ich habe es einmal in Revit geändert und das würde ich eben zeitgleich hier in mein Enscape-Modell ändern. Das heißt, er synchronisiert das Ganze und lädt das Ganze rein. Das heißt, da sehen wir sehr schnell, okay, jetzt haben wir das Ganze geändert. Wir müssen es nicht nochmal rendern, übergeben oder sonst was. Ich sehe es ganz schnell, muss ich es vielleicht ein bisschen heller machen, ein bisschen dunkler. Die Fugen, also das Abziehbild vielleicht noch ein bisschen einstellen. Da reden wir aber sehr viel über Revit, über die Einstellung von Materialien. In dem Fall vielleicht ein Tipp, wenn es um die Materialien geht, wenn Sie damit vielleicht arbeiten werden oder was einstellen wollen. Da gibt es zum Beispiel Sachen, die von Revit neu dazugekommen sind, die dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen sind. Zum Beispiel bei diesem Stahl hier vorne ist es so, dass hier bestimmte
Sachen dargestellt sind, wie zum Beispiel Rauschen oder sonstiges. Das heißt, wir haben noch weitere Möglichkeit, das Material hier besser darzustellen. Und Enscape unterstützt im Moment diese ganzen Sachen erstmal noch nicht. Habe ich jetzt so erfahren, als ich den Support kontaktiert habe, da ich mich gewundert habe, dass es nicht gerendert wurde in der Darstellung, sondern nur die Farbe übernommen wurde. Das heißt, funktioniert nur über Bild. Das heißt, ich kann nur Bild auswählen. Will ich aber das Ganze so sehen, wie ich es haben will und habe irgendwo in Material von Revit aus Rauschen vorgegeben, dann gehe ich auf Bearbeiten, würde dann mir den Namen von dem Material hier einmal rausgeben. Das heißt, nicht dieses, eher dieses will ich haben. Wahrscheinlich kopiere mir das in die Zwischenablage, dieses Material, und würde einmal hier hingehen und würde sagen, okay, dann nehme ich halt einmal ein Bild und würde Copy and Paste hier einmal aus dem richtigen Ordner hier einmal auswählen, lege das Bild einmal rein und dann würde ich auch das Material auch so gerendert bekommen. Das heißt, hier muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht diese hier verwende erstmal, weil die noch nicht funktionieren. Genau, das ist so ein bisschen zu Materialien, wie ich das Ganze anpassen kann und was ich da so ein bisschen steuern kann. Zusätzlich ganz klar, wenn ich hier ein Fenster hier nehmen würde, nehme hier mal im Modell dieses Fenster und würde sagen, okay, du bist jetzt hier weiter geschlossen, sag anwenden, also ich gehe einfach in, links in der Revit rein, dann ist es ja anwenden, dann sehe ich, okay, die Jalousien gehen hier runter. Ja, normalerweise deutlich schneller das Ganze, wenn ich das nur in Revit und Enscape bearbeite oder natürlich, wenn ich dann Winkel von den Jalousien einstellen kann, also bekomme natürlich das Ganze auch lebendiger beziehungsweise nicht so statisch alles und sehe, wie das Licht reinfällt und die Belichtung auf das Modell wirkt. Genau. Das heißt, eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze eben im Modell mal auszuprobieren, auszutesten und hier zu verändern. Das heißt, das ist so ein bisschen Materialien, wie ich das Ganze anpassen kann. Vielleicht hier auf Pause klicken, wenn ich das Ganze mir zu lange dauert, wenn ich das irgendwie synchronisiere. Dann geht es weiter, um einen Kamerapfad zu erstellen. Das heißt, in dem Fall habe ich einen Kamerapfad schon erstellt, den wir uns gleich mal angucken werden. Ich werde den gleich mal rauslöschen und dann werden wir den mal selbst einmal setzen. Beziehungsweise ich lösche ihn am besten einmal raus, damit das Ganze hier bisschen besser sehen können. In dem Fall sage ich einmal K und sage einmal bitte lösch mir alle raus, gehe mal hier hin und würde sozusagen mich einmal hier positionieren und würde einmal sagen, okay, ich will jetzt hier wieder meine Kamera setzen. Das heißt, ich würde hier eine Kamera setzen, hier wird so ein Symbol einmal ersetzt, ich gehe dann weiter, je nachdem, ob ich nach oben gehe, nach unten wird und wie ich mich drehe, würde die zweite Frame sozusagen hier ergänzt werden. Dann erstelle ich eine zweite, würde einmal ins Gebäude reingehen, sage, okay, das ist meine dritte und nochmal eine zum Beispiel, wo ich mich einmal hier umdrehe und sage, okay, das ist jetzt meine vierte. Das heißt, das ist mein Video. Ich würde dem Video sagen, insgesamt will ich jetzt mal, damit das hier mal ein bisschen schneller geht, das Ganze mal auf mal 5 Sekunden mal einstellen. Das ist mein Gesamtvideo und könnte einmal sagen Preview. Das heißt, ich starte hier im Video. Leider rückt es wahrscheinlich bei Ihnen so ein bisschen, weil es auch sehr schnell hier verläuft, aber sehr einfach das Ganze eben zu erstellen. Wenn man damit ein bisschen mehr arbeitet, muss man sich mal vielleicht angewöhnen, auch also in so einer Kamera kann ich einmal wechseln und könnte sie nachträglich nochmal bearbeiten, dass ich sage, okay, ich gehe in die Kamera, sage, okay, ich will aber doch jetzt hier weiter vielleicht stehen und mir das Ganze angucken, dann würde ich das einmal ändern, müsste sagen, bestätigen, also ich bestätige das Ganze und könnte noch sagen, okay, welche Uhrzeit habe ich, zu welcher Zeit ist diese Kamera hier gesetzt, das heißt, ich sehe die Kamera, die davor ist und dahinter ist, in dem Fall, das heißt, hier müsste ich irgendwo, ja, sehe ich gerade nicht, auf jeden Fall, hier sehe ich die vordere Kamera, hintere Kamera, Zeitstempel, den ich setzen könnte, meine Sichtweise, die ich noch verändern könnte, also so ein bisschen, wo man dann nochmal in die Tiefe sich das Ganze angucken kann. Aber so würde das einmal aussehen. Und will ich jetzt, wenn ich sehr viele Frames gesetzt habe, von hier aus starten, weil ich mir die 20 davor nicht angucken kann, kann ich hier eben P drücken, dann würde er von hier aus starten und würde dann hier beginnen, damit ich von hier aus gucke, okay, ist die Kamera schnell genug, ist die Drehung sauber oder nicht. Das heißt, in dem Fall funktioniert das so. Ich könnte einmal auch wiederum zurückgehen. Das heißt, in meinen Verlauf kann hier einmal rausgehen und könnte mir die Kameras hier auch einmal angucken lassen, die hier verlaufen. Das heißt, hier sage ich einmal K Video Editor. Da sehe ich einmal das Ganze und kann natürlich auch die Kameras hier sehr praktisch wählen. Da sehe ich ja, wie der Lauf ist und könnte von hier aus das Ganze nochmal steuern.
Also so zum Kamera erstellen, Video erstellen, Verlauf, was man da so ein bisschen machen kann. Gehe einmal hier raus, kann natürlich auch noch sagen, am besten würde ich mal sagen, lösche ich die einmal mal raus und würde sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Kameraverlauf gespeichert und den will ich hier wieder verwenden. Dazu würde ich dann einmal in Revit einmal wechseln und würde sagen, okay, ich habe schon einen Pfad und lade die einmal hier. Das heißt, hier habe ich den Pfad einmal schon erstellt, öffne den einmal und er würde mir sozusagen hier in Enscape diesen Pfad schon mal hier laden. Das heißt, das ist das, was wir gesehen haben. Der Pfad, der hier verläuft und kann er natürlich noch ändern, anpassen. Das heißt, das sind die Möglichkeiten, die ich da habe. Genau, ich sehe, dass wir jetzt schon fast am Ende sind. Das heißt, ich versuche mich mal ein bisschen hier zu beeilen, dass ich noch so möglich, also viel wie möglich Ihnen noch zeigen kann. Genau, an aus, das kann ich auch schon mit der Taste K einmal betätigen. Dann, wenn ich damit zufrieden bin, wenn ich P gedrückt habe, das Video durchlaufen lasse, kann ich natürlich das Video rendern. Dann rendert er durch. In der Regel, je nachdem, also das Video, was Sie von mir bekommen, was ich runterladen können, hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert. Bei kleinen Videos ist es in 10, 20 Minuten, je nachdem, wie viel, ob ich den Himmel verlaufen lasse oder nicht und was einstelle. Panoramabilder kann ich erstellen, das heißt solche 360-Grad-Bilder, die ich erstellen kann, oder für ein Cardboard, wo ich mein Handy reinlegen kann mit diesem Bild und jemand in so einen Raum reinsetzen lassen würde und der sich da einmal dreht. Zusätzlich habe ich den Manage Uploads, wo ich sagen kann, okay, habe ich schon Panoramabilder erstellt, die ich wieder mir angucken kann, oder solche Modelle, die ich hier erstellen kann und kann jemand den Link schicken. Das heißt, ich habe das schon mal hier erstellt. Ich zeige das mal gerade mal. In dem Fall ist es ein einfacher Link. Das heißt, genauso wie Sie jetzt das Ganze hier gesehen haben, ja, jetzt aktualisiert er so ein bisschen, genauso wie Sie sich in Revit bewegen, hier leider nicht mit WASD, sondern mit Maus vor und zurück. Das heißt, hier Steuerungstaste, damit ich mich schneller bewege und ich sehe, hier habe ich einen Hintergrund reingeladen, den man sich auch runterladen kann. Da gibt es verschiedene kostenlose, die man sich runterladen kann, die man ausprobieren kann. Aber ja, eine webbasierende Datei, die jemand schicken kann, der sich das über den Browser angucken kann. Also gerade Apple-User, die vielleicht keine Excel öffnen können, ist es vielleicht in dem Fall ganz gut. Und genauso Leertaste, um hier ja, zu laufen und so weiter. Das heißt, das kann ich machen. Dann kann ich einmal hier in Revit Sound platzieren. Das heißt, hier kann ich hingehen und kann solche Lautsprecher platzieren. Das habe ich hier mal gemacht. Leider überträgt die Sitzung hier keinen Ton von meinem PC. Das heißt, hier sind solche Lautsprecher, die ich platzieren kann. Ich kann Ihnen sagen, wo die maximale Lautstärke ist. Das heißt, bei diesem Luftballon hier vorne habe ich es gemacht. Da habe ich ein Geräusch von Luftballon simuliert. Das heißt, ich habe hier Lautsprecher, habe gesagt, im Radius von 40, habe ich wahrscheinlich nochmal geändert, in 30 Meter ist hier sozusagen die maximale Lautstärke und hier vorne über den Kreis hinaus ist hier halt nichts zu hören. Hier ist natürlich die Frage, okay, wo positioniere ich das von der Ebene raus, dass ich das auch höre und so weiter und natürlich auch, was für einen Ton ich verwende. Das heißt, hier muss ich vielleicht den Ton hier verknüpfen und die Lautstärke einstellen. Das heißt, das kann ich hier einmal einstellen über Sound und natürlich Sound aktivieren, deaktivieren. In dem Fall ist es so ein bisschen verwirrend. Das heißt, ich aktiviere, also jetzt, so ist der Sound aktiviert und wenn ich den deaktiviere, muss ich einmal draufdrücken und dann eben immer genau das Umgekehrte. Das heißt, wenn ich ihn aktivieren will, ist das der Knopf dazu und wenn ich das deaktiviere, da drauf. Das heißt, im Moment ist er an. Man könnte denken, so wie man es von Windows kennt, wenn das durchgestrichene Symbol da ist, dass es deaktiviert ist, probieren wir es einfach aus. Es gibt hier ein paar Einstellungen, die ich vornehmen kann, die ich noch so ein bisschen erklären werde und dann war es das auch, was ich hier zu erzählen habe, bis auf das Modell nochmal, die Excel, die ich Ihnen zeige, die man geöffnet hat. Das heißt, hier gibt es ein paar generelle Einstellungen, die ich vornehmen kann. Das heißt, in dem Fall könnte ich sagen, okay, welches Bild mir am Anfang gestartet wird, ob ich ein Wasserzeichen drin haben will. Das ist auch sehr interessant, dass ich Wasserzeichen reinladen kann. Wichtig ist, dass das Bild, wenn ich das einen habe, natürlich den Hintergrund ausschneide und dann kann ich dann sagen, okay, in welchen Positionen. Das heißt, hier habe ich es mal gemacht und zwar habe ich das mal hier mal bei Bildern so ein Bild hier, wo unser Logo drin ist. Das heißt, ich könnte sagen, okay, in welcher Position das Ganze ist vom Bild her und dann kann ich das natürlich kleiner machen oder sehr viele kleine Bilder reinladen und dann würde man sich im Video bewegen und würde das Symbol einmal erkennen. Ich könnte sagen, okay, so ein Icon kann ich reinladen, deswegen sehen Sie
in Enscape selbst, hier vorne oben links das Symbol, was vielleicht, und in der Datei selbst wird das Symbol hinterlegt und vielleicht auch den Namen, den ich haben will. Es gibt hier die Möglichkeit, mich zu bewegen, wenn ich sage, okay, ich will mich schneller bewegen mit der Maus, dass das Ganze ein bisschen weicher sich nach links, rechts bewegt. Die Höhe kann ich einstellen, die Sachen ändern von der Bewegung her, wenn ich das als Inventor her so kennen würde. Und ja, 3D-TV brauchen wir nicht. Hier ist vielleicht interessant, wenn ich das, also ich sehe auch, wenn ich auf die Befehle gehe, wird unten mir das Ganze beschrieben. Habe ich jetzt hier auch gesehen, dass wenn ich das Material Gras als Gras benenne, wird mir auch das Gras ersetzt durch nochmal realistischeres Gras von Enscape aus, was nochmal deutlich besser aussieht. Lizenz, Performance, ja. Ob ich die Soundboxen in 3D sehen will, wenn ich durchlaufe, ob ich gewarnt werde, wenn es neue Treiber gibt, habe ich in dem Fall aus, weil wir selbst ein Service Book 2 haben, wo die Updates über Microsoft laufen und dann will ich nicht gewarnt werden, weil ich die Updates so nicht machen sollte von den Grafiktreiber, aber sie selbst theoretisch, wenn sie eine CAD-Grafikkarte haben, schon. Und bestimmte Möglichkeiten, die man noch einstellen kann. Das heißt, werde ich jetzt nicht alles drauf eingehen, eher nochmal so zu den visuellen Einstellungen, die man hier hat. Das heißt, hier werde ich jetzt mal das mal schließen und das mal auch mal im Modell vielleicht mal zeigen. Das heißt, ich mache das mal ein bisschen kleiner und werde das mal hier mal starten. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, dass wir das auch mal erkennen. Und zwar sage ich einmal hier in Revit Settings, Visual Settings. Und das machen wir mal hier hin. Und zwar kann ich hier sagen, okay, ich will so ein White Mode haben. Das heißt, das, was man auch so aus Revit zum Teil kennt, so SketchUp-mäßig das Ganze abbilden kann, könnte noch zusätzlich sagen, okay, ich will die Linienstärken haben und wie stark sie dargestellt werden. Das heißt, das funktioniert natürlich auch sehr schnell. Könnte einen ähnlichen Modus, ja, Polyester mehr oder weniger in dem Fall, wie weit das Licht durchdrungen wird oder nicht von den Bauteilen und vielleicht ein Light, Lichtmodus, wo ich sage, okay, wie das Ganze belichtet wird. Das heißt, je nachdem, wo meine Sonne ist, sehe ich, okay, das ist natürlich hier fällt der Schatten. Hier sehe ich, wie die Flächen beleuchtet werden und könnte nochmal sagen, okay, was für eine Skala ich hier für eine Belichtung habe. Also auch sehr interessant oder eben gesagt, keins davon, könnt ihr hier auch die Linien in realistischen Modus ein- und ausschalten. Die Einstellung vom Rendern habe ich in dem Fall auf Ultra gesetzt. Image, das heißt, in dem Fall könnte ich einen Kontrast separat einstellen, könnte die Temperatur einstellen. Das ist eher sowas, was man hier mal ausprobiert. Das heißt, das werde ich Ihnen nicht zeigen. In dem Fall, ob da jetzt das Ganze wärmer oder kälter wird. Das heißt, das braucht man jetzt nicht machen. In dem Fall, wenn ich Doppelklick auf das jeweilige hier draufklicke, würde das aber zurückgesetzt werden. Das heißt, sehr interessant, wenn ich ausprobiert was habe und weiß nicht, okay, sieht das jetzt so gut aus, wie ich es haben will, wie war es eingestellt, Doppelklick da drauf und kann das Ganze zurücksetzen. Bei Atmosphäre ist es hier interessant, dass ich hier einen weißen Hintergrund natürlich vielleicht reinlegen kann für die Performance vielleicht, den Hintergrund im Hintergrund sagen kann, okay, das Ganze neblig ist und wie das Ganze hier, das ist vielleicht zu viel, aber hier auch sehr interessant, dass natürlich hier, wenn ich hier laufe, okay, die Sonne, wenn sie irgendwo ist, natürlich deutlich nebliger dargestellt wird. Sonneneinstellung, Mond, Größe, die ich Größe, Kleine definieren kann und vielleicht hier zum Horizont, was ich gesagt habe, dass ich bestimmte Sachen einstellen kann, die vorgegeben sind, dass ich zum Beispiel jetzt hier einen Wald hinterlege, das heißt hier auch sehr neblig im Hintergrund, sieht wahrscheinlich beim Rendering sehr angenehm aus, wenn ich hier aus einem, gehen wir mal hier ins Gebäude, dass ich dann natürlich hier da einen Wald im Hintergrund sehe oder natürlich sonstiges, wie jetzt eine Baustelle oder sonst was. Könnte aber sagen, okay, Skybox, in dem Fall habe ich mir ein Bild heruntergeladen, ein HDR-Bild sozusagen in dem Fall und könnte sagen, okay, wie sieht das Ganze mit diesem Bild aus? Das heißt, das lädt er einmal rein. Ich zeige Ihnen in der Zwischenzeit einmal, wo ich die Bilder heruntergeladen habe. Das heißt, hier in dem Fall können Sie sagen, bitte einmal. Und das schließen wir einmal. HDRI Heaven heißt die Seite. Das heißt, ich kann hier auf diese HDRIs gehen, könnte hier mir eins aussuchen. Das heißt, das habe ich hier gemacht, habe mir eins runtergeladen und da habe ich die Qualität, meine ich, hier auf 4K ausgewählt, aber müsste wahrscheinlich auch mit 2K sonst wie auch ausreichend sein. Kann man sich runterladen und kann sich sozusagen hier drin drehen und hätte dann das im Hintergrund.
Sehr angenehm, auch hier Texturen, die man vielleicht zusätzlich zu die es schon in Revit gibt, runterladen kann. Das heißt, hier sehe ich, okay, die Texturen gerade im Bestand, finde ich die interessant, dass man sowas hier hat im Mauerwerk oder sonst was. Also da kann man sich kostenlos welche runterladen. Also sehr angenehm und dann sieht es eben in Revit eben so aus, dass ich hier eine Sonne habe, die dann hier reinscheint. Und wie gesagt, wenn ich natürlich hier das Ganze einstelle, wirkt das Ganze vielleicht nochmal deutlich besser. Das heißt, sehr einfach per Knopfdruck kann ich das Ganze einstellen. Und zum Schluss haben wir noch Möglichkeiten, das Video, wie viele Frames hier einstellen. Also da würde ich auf ja, 60 oder 30 Standard. Ich habe das einfach mal höher gestellt. Die Auflösung einstellen und so weiter. Das heißt, das sind die Einstellungen, die wir so in Enscape haben. Und ja, wenn ich das Ganze eben hier mal schließe, zeige ich Ihnen einmal, wie er hier in dem Fall sozusagen. Das sind die Daten, die Sie von mir bekommen. Das heißt, hier sind beide Videos, einmal mit dem Hintergrund, wo sich leider Himmel nicht verändern lässt, einmal mit der Belichtung. Das heißt, da im Video wechsle ich zwischen Tag und Nacht. Dann sind es diese Standalone-Dateien auch zweimal mit Musik. Das heißt, wenn Sie starten, sehen Sie in bestimmten Räumen, wie da Musik abgespielt wird. Einmal den Hintergrund und den Link zu der Webdatei, das heißt, wenn ich hier hinstarten würde, ja, sehe ich, ohne dass ich jetzt irgendein Modell habe, würde mir einmal diese Datei einmal starten. Ja, das öffnet er wahrscheinlich nochmal, das genau auf dem zweiten Bildschirm. Aber ich habe jetzt schon leicht überzogen, das heißt, das werde ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen, wie ich in der Datei mich bewege, aber das ist so ein bisschen, wie wir es schon gesehen haben. Und ja, also das wäre es auch zu dem, was ich Ihnen zeigen wollte. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Das war der Vortrag Auxalia on Air mit dem Thema VR in Architektur mit Enscape. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und Grüße aus Hamburg. Tschüss.